So, wir machen jetzt Teambau. Wir bauen jetzt ein Weekend League Team, okay? Bevor wir ein Weekend League Team bauen, okay? Bevor wir irgendwas machen, gibt es jetzt hier eine Sache, die ich kurz klären muss. Und zwar kaufe ich mir kurz den Spieler, den ich haben will diese Woche. Fuck, ich hatte gehofft, der ist günstiger. Der ist ja echt schweineteuer. Muss nicht schmecken, muss wirke. Muss nicht schmecken, muss wirke. Also ich muss sagen, was wir einbauen können, wo ich Bock drauf habe, ist der Perfect Link hier. Montiel Lamela. Lamela, muss ich sagen, sehr geiles Upgrade bekommen. Doppel 5. Sehr coole Stats. So, formen wir den mal um. Ich habe wieder Positionskarten. Das ist schön, das ist schön. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich will den halt als 10er wahrscheinlich spielen. Also beziehungsweise, ich gebe euch mal meinen Call. Ich gebe euch kurz meinen Call, was ich mache. Und zwar möchte ich den Dude hier im ZOM spielen. Und wisst ihr, in was für einem ZOM? Ich möchte 4-2-2-2 spielen. Weil ich glaube, mein 4-3-2-1 ist, es ist outdated. Ich habe das jetzt 5 Wochen tot gespielt. Ich kann nicht mehr. Ich wechsle die Formation. Ich muss eine neue Formation spielen. Und dann spiele ich Neymar 1ZOM und Lamela 1ZOM. Und dann brauche ich 2 Stürmer. Ich habe aber den Kollegen... Ich habe ja auch noch den Kollegen. Ich habe ja Vinicius noch gar nicht gespielt. Was mache ich denn jetzt? Den kann ich... Ich... Oder Neymar im Sturm? Neymar im Sturm? Neymar im Sturm neben einem Bulligen. Ja, das ist gut. Dann spiele ich ihn im Zentrum. Das ist gut. Und dann kann ich... Digga, das ist gut. Weil dann könnte ich theoretisch auch 4-2-3-1 spielen und dann Neymar ZOM, Vinicius links, Lamela rechts. Das ist gut, Digga. Digga, dann habe ich 3 Doppel-5-Spieler. Oh mein Gott. Hat er nicht ZOM? Doch, hat er doch. Ich habe keine Positionskarte mehr, ne? Jetzt habe ich ihm Shadow gegeben. Ach, ich muss wieder Positionskarten kaufen. Ich spiele Neymar auf Shadow. Ach, und ich spiele die falsche... Ach, Digga. Ich bin lost. Ja. Ja, ich habe es auch gemerkt. Ja, ja, ja. Nein, ich brauche sie aber trotzdem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauche sie aber trotzdem. Oh mein Gott. Es kracht und pfeift. Also, was ich noch ganz geil finden würde, ohne Spaß, was ich fühlen würde, wäre folgendes. Medina, Fofana, Bamba. Da habe ich auch wieder 2 Rote drin, das finde ich eigentlich ganz geil. Bräuchte ich nur einen League-A-Manager, sind die auch alle full. Weil den Fofana habe ich mal gespielt, den finde ich richtig geil. Das Ding ist, ich könnte mir den Nation-Link mit Touré holen. Dann hätte ich Touré, Fofana, Doppel-6. Habe ich Fofana nicht in Rot? Ich habe den gar nicht in Rot, ne? Ja, oder halt einfach Marquinhos. Marquinhos ist auch easy. Benzema dann in den Sturm. Oder halt nochmal eine neue Liga machen. Samba ist so ein Müll. Ist der echt so scheiße? Ich habe den halt ein bisschen in Rivals gespielt. Ich habe die beiden Rivals gespielt. Da sind die mir echt nicht negativ aufgefallen. Ich fand den halt echt nicht kacke so. Bräuchten halt vorne einen Brecher. Am besten so einen Lengthy-Brecher. Weil wir jetzt halt sehr kleine Spieler, ne? Sehr quirlige. So Benzema wäre halt schon ein Call. Oder wir gehen halt wirklich nochmal in eine komplett neue Liga rein. Was brauchen der noch? Der braucht, ja gut, Vinicius braucht halt noch, ne? Tammy und Wijnaldum. Ja, an sich geil. Halt schade, dass sie kein Upgrade bekommen haben, ne? Der mit Doppel 5 wäre halt Killer. Und Wijnaldum mit Upgrade wäre halt auch geil. Aber hat es halt leider nicht gekriegt. Ich brauche halt aber schon einen 6er. Fofana ist halt für mich eher ein 8er. Ich bräuchte einen 6er. Was ist denn mit Kimmich? Den wollte ich doch die ganze Zeit mal spielen. Wie sieht's denn bei Kimmich aus? Ja, ich weiß, ich wollte noch sehr, sehr viele Spieler. Ich wollte noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Spieler zocken. Nimm Kane. Mit Kane in die Premier League oder was? Aber ich glaube, es wird doch Benzema, Chat. Also ich glaube, es wird doch Benzema. Also da würde ich mir halt mal den Tots holen. So, aber dann haben wir halt auch wirklich alles voll, ne? Also dann brauchen wir halt nur noch einen League-A-Manager. Lacazette. Lacazette ist vielleicht ehrlich ein Call. Wie groß ist Lacazette? Ja, 1,75, ey, schwer. Welchen Stürmer würdet ihr denn am geilsten finden? Wir müssen es ja vom Stürmer abhängig machen. Welchen Stürmer würdet ihr denn am geilsten finden? Jonathan David. Findet ihr echt David alle am geilsten? Echt David alle. Weil ich weiß halt nicht, ob mir das so... Also ich sag halt, wir könnten damit echt rutschen gehen, weil uns fehlt halt der Brecher. Ich weiß nicht, ob das der Brecher ist. Wie viel Kopfball hat denn der? Okay, 99. Was hat er für Trades? Zuverlässigkeit. Der ist physisch sehr krass. Und dann mit Davis, Kimmich. Wie kriege ich denn das voll? Mit Lucio kriege ich es voll, oder? Zuverlässigkeit ist das geile. Zuverlässigkeit ist ein sehr geiles Trade, ja. Ich glaube, mit De Ligt kriege ich es nicht voll. Mit Lucio sollte hinhauen. Weil den Bundesliga-Manager, den Liga-Manager brauche ich für Vinicius. Nee, ich kriege Vinicius gar nicht voll. Ich kriege Vinicius absolut nicht voll. Kann ich den Keeper droppen? Dann brauche ich einen League-A-Manager. Ja, ich brauche halt echt, warte mal. Kann ich, wenn ich Eder Militao einbaue, Eder Militao mit Ter Stegen? Nee. Deutscher Bundesliga-Manager geht. Deutscher La Liga-Manager. Warte mal. Deutscher Manager
Und dann, nee, La Liga fehlen mir auch noch zwei. Das geht gar nicht. Ah, nur Eder Militao rein? Ah! Und dann Deutsch-Bundesliga? Ja, ja, dann machen wir es so. Ja, dann steht das Team. Ja, das Team ist geil. Weil da ist halt tatsächlich, habe ich auch bis auf Davis noch keinen einzigen von denen gespielt. Ja, lass uns das machen, das Team ist geil. Das ist perfekt, das Team. Ich habe nur Davis bis jetzt von denen gespielt, das ist echt cool. Ja, lass uns das machen, das ist geil. Und dann spielen wir in-game 4-2-3-1 oder 4-2-2-2. Ey, das Team feiere ich krass, das ist echt ein W-Team. Dann spiele ich in-game. Also ich lasse die 4-3-2-1 mal. Ich glaube, da nehme ich die Dreierkette raus. Also ich habe die Dreierkette halt häufig gespielt, wenn Gegner mit Dreierkette gespielt haben. Aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich feiere die Dreierkette halt gar nicht. Ich bin halt echt nicht gut mit Dreierkette. Kann ich immer noch, wenn mir ein Gegner auf den Sack geht, 4-2-3-1 ein bisschen defensiver spielen. Aber dann mache ich mal hier raus. 4-2-2-2. Dann würde ich nämlich so spielen. Boah, hier ist ja alles verstellt. So, das ist dann meine Doppel-6. Ja. Nee. Und dann Neymar und Jonathan David im Sturm. Nee, Chat, ich spiele nicht 4-4-2 von anders. Ich mag das nicht, einfach blind irgendwelche Taktiken nachzuzocken. Ich möchte mal meine eigene Taktik spielen. Ich feiere das nicht so, einfach blind eine Taktik nachzuspielen. Da bin ich nicht so der Typ für. Das funktioniert bei mir meistens nicht. So. Und dann habe ich, das kann ich ja mal hier nachgucken, 60-60 ausgeglichen. Dann habe ich hier noch einen weniger, glaube ich. Und dann so. Oder? 2, 4, 5. Ja. Ja, so spiele ich's. So spiele ich's. Dann die Rollen. Kapitän, Kimmich, Freistöße. Wir haben halt echt geile Spieler, ne? Freistöße manchmal mit Neymar. Elfmeter. Ja, Neymar auch 99. Ecke links. Neymar, Ecke rechts, Lamela. Ey, das ist halt echt geil, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Team könnte halt echt knacken, Alter. Weil wir haben 1, 2, 3 Spieler vorne mit Doppel 5. Und der Bruder hat 4 Skills und auch 5 Weak. Das haben halt alle 5 Weak. So, dann nehmen wir mit. Für die Bank brauche ich aber einen Brecherstürmer. Ich nehme mal wieder Haaland Toti mit. So, dann nehmen wir für Pay to Win noch einen Mbappé mit. Dann brauche ich 2 Außenverteidiger, nämlich Jesus Navas mit. Brauche ich einen Linksverteidiger. Nehmen wir Balde mit, eigentlich ganz geil. Brauche ich einen Sechser, einen Achter. Nehme ich mal Modric mit. Ich habe Modric-Goretzka. Modric-Goretzka ist gut. Zwar beides eher Achter, aber es wird schon passen. Tja, und dann brauchen wir jetzt noch einen Roadrunner. Brauche noch irgendeinen schnellen für die Außen. Irgendeinen geilen kleinen Spieler für den Flügel. Ja, Diaby ist ein guter Call. Habe ich ja sogar in Rot. Diaby ist ein sehr guter Call. Ja, das passt. Das loggen wir ein, das ist das Team. Rückennummer und Chemistry Styles mache ich offstream, Freunde. Ich entlasse euch jetzt.